Schatten unter Erde verstecken und Leute nerven. Ja, das ist die Höhle. Oh, das ist sogar Kohle. Diese stümperhafte Arbeit. Ich meine, hier sind wir schon gewesen oder sind schon welche gewesen, aber warum haben die denn die Kohle liegen lassen? Ich meine, brauchen die keine EP? Ich brauche die EP. Ich hole mir jetzt diese Kohle hier. Obwohl wir eigentlich zu viel davon haben. Vielleicht war ich ja auch der stümperhafte hier. Komm, aber dafür mache ich wenigstens alles mit Kobbel wieder zu. Kobel haben wir nämlich genug. Deswegen tue ich Kobel hier herein. So, die können da bleiben. Ja, ich weiß es nicht. Soll ich da direkt mit wegreißen und doch noch vergrößern oder reicht das? Weil ich pff. Komm, ein bisschen, vielleicht noch ein, zwei Ebenen machen wir noch. Schauen wir mal. Geht der fix? Boah, diese Verzauberung, Effizienz 4, merkt ihr das? Haltbarkeit kann noch ein bisschen besser sein, aber Effizienz 4. Guck die an, hier, einfach durch und zack ist die Ebene fast schon weg hier. Sag einfach mal durchbrettern hier. Jawohl. Zack, ist die eben auch schon weg. So, und die nächste wird natürlich schon mit Stein sein. Man muss mit Stein sein auf dieser Welt. Mit Stein sein. Wer vielleicht jetzt gerade erst einschaltet und sich wundert, warum es hier einfach nicht dunkel wird. Wir haben den Tag-Nacht-Rhythmus momentan ausgestellt, weil wir momentan viel, viel bauen. Und da nicht jedes Mal von der Nacht her warten müssen, weil da Monster meinen, sie müssen uns ein bisschen rumstressen und die Creeper, die sind momentan so extrem. Natürlich schalten wir das Ganze wieder an, wenn wir halt Reisen machen und so weiter, das haben wir uns geschworen. Aber solange wir hier noch bauen, bleiben wir hier in diesem friedlichen Tagesmodus halt erstmal hängen. Robin, du hast gesagt, du willst nicht pushen. Ja, dann ganz ehrlich, soll ich die ganze Höhle jetzt aufschütten? Was geht denn? Hallo? So. Komm zu mit den Ranz hier.
Außerdem schaue ich ja schon zu, dass das wenigstens zwei Schichten hat. Und halt so gesetzt, dass darunter nicht unbedingt Monster spawnen können. So. Einmal ja, da haben wir noch. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Oh, es sind sogar drei Schichten dann. Egal, aber Hauptsache hier, die Lücken sind erstmal zu. Die hört dieselbe, wie sie sich schon die Finger lechzen, um uns praktisch aus dem Hinterhalt einen Pfeil in den Arsch schießen zu können. Ja, Emma, entweder kommst du raus oder du bleibst da drin. Ist mir egal. Hast du Spaß mit deinen Freunden. Ich hab dir gesagt, ich heiße nicht Emma. Das ist Kuda. Aufpassen, dass mir nicht ganz kaputt geht. Weil so schnell wie sie abträgt, die Kate die auch. Ja, wie ihr seht. Und die Erde hier ganz schnell einsammeln, bevor sie hier auch die Kate. Krass. Dass wir die Lücken zumachen, weil ich halt nicht weiß, ob wir gleich noch diese Ebene hier abtragen oder nicht. Wie gesagt, ich muss gleich auf jeden Fall mal eine Aufnahmepause machen, weil Energy Drink und so. Und dann weiß ich nicht, ob ich Minecraft weiter aufnehme oder mich dann schon mal ans nächste Aufnahmeprojekt mache. Boah, Leute, geht mir auf den Pipi, Mann. Ich kann auf jeden Fall schon mal Kobbeln mitnehmen. Sogar sein, dass wir jetzt in den nächsten Schichten dann hier auf eine Höhle treffen oder sowas. Natürlich auch total lustig. Kobbel. Die Erdschicht ist auch wieder weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So kann man das Material, was man gerade abgebaut hat, direkt wieder verwerten. Sie sehen, Madame und Monsieur, wie schnell das Ganze doch geht. Schaufel wechseln. Ich weiß gar nicht, ob die genauso effektiv ist. Doch, ist sie. Sehr gut. Und hier Kohle. Aber auch nur eine Kohle.
Oh, und wir kommen immer näher auf jeden Fall zu dem Grundseher. Das heißt, hier irgendwo ist auf jeden Fall eine Höhle. Und hier ist ganz viel Stein. Ach, und hier ist der nächste Höhleneingang. Siehst du, das sind wahrscheinlich zusammenhängende Höhlen hier. So, danach hätten wir nur noch eine Schicht. Dann wären wir hier auch durch. Nur noch in Anführungszeichen, nur noch eine Schicht. Nur noch eine Schicht. Gehen wir erst die ganze Erde hier einflattern, einsammeln. Flup, 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 flup. Haben wir. So, und jetzt gehen wir erstmal hin, hier den Kobbel. Den Stein meine ich. Abtragen, abtragen, abtragen. Und nicht von ablenken lassen, dass hier die Geräusche ziemlich nah klingen. Ah, guck mal, da eine Ozelotenfamilie. Müssen wir es auch noch besorgen. Ozeloten, also schöne Hauskatzen. Creeper haben nämlich Schiss vor denen. Oh. Boah, können wir ja eigentlich, ne, hier schon mal ein bisschen anfuschen. Also hier auf jeden Fall können wir alles zukleistern mit Cobblestone. So. Erste Cobblestone-Schicht weg, sehr gut. Haben wir noch mehr? Ne, natürlich nicht. Jetzt haben wir viel Erde. Aber die Erde werden wir auf jeden Fall gleich hierfür noch brauchen. Wenn wir jetzt schnell gucken, hier noch den Kobbel rauszureißen. Den Stein rauszureißen, nicht Kobbel. Obwohl der eigentlich zu Kobbel wird danach. Ja, egal. Flupp. Müssen wir kurz wieder ablegen gehen hier. Bip-bip-dip-dip-dim, yeah. Dip-d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 ip. Ach, selbst Erde kann ich nicht mehr aufnehmen. Boah, alter Schwede, komm. Ziehen wir hier schon mal ein bisschen Schicht. Ein bisschen Schicht im Schacht ziehen wir hier schon mal. Okay, Blumen habe ich auch dabei. Die könnte ich dann auch gleich wieder anpflanzen. Oh, guck mal, der rennt Richtung unseres bewohnten Gebietes. Also immer weiter ins nicht dschunglierte Gebiet hinein. Okay, ist wahrscheinlich begeistert, wie viel Grünfläche wir geschaffen haben, wa? Warum der Berg weg ist und all sowas. Neue Gebiete müssen erkundet werden, sagt sich die kleine Katze. Und raste in die nächste Falle, die Romjat. Wo ist das denn gerade? Ah,
Vorschau nebenher im Fernsehen. Oh, 21 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde das noch abtragen da. Und dann werde ich in die Aufnahmepause gehen. Zumindest hier, was Minecraft angeht. Dürfen wir einiges an Aufnahmematerial zusammenbekommen haben.